Moin, moin, Freunde des virtuellen Leders. Heute zu einer Sonderausgabe Schlag den Schmuser. Ich habe den Daniel bei mir, der hat mich gezwungen, wir müssen eine Aufnahme zusammen machen. Uns ist nichts anderes eingefallen. Er hat gesagt, mal Schlag den Schmuser, das hat damals Spaß gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es hat schon viel zu lange nicht mehr gegeben. Und ich dränge schon den ganzen Abend, komm, lass mal eine Aufnahme Schlag den Schmuser machen. Genau, und ja, ist ein bisschen unfair, denn wir spielen FIFA. Deswegen mussten wir uns ein kleines Handicap für mich einfallen lassen. Deswegen haben wir gesagt, hör mal, wir spielen doch eher als Schalke-Fan. Ja, ich bin total auch Schalke-Fan. Da hatten wir doch diese Woche ein Spiel gehabt und zwar... vorletzte Woche. Letzte Woche war das Rückspiel. Ja, das war das Rückspiel, genau. Das Hinspiel, da gab es ja auch so ein paar Sachen, wo wir uns gleich bei uns unterhalten können. Auf jeden Fall. Vielleicht passend zu deinem T-Shirt, wenn ich da mal so rüber gucken darf. So. Ne, also ich vertrete gerade seit diesem Spiel die Meinung... dass Polizeieinsätze im Stadion doch, wenn angebracht, gut überlegt sein sollten. Okay, ich tu mal ganz kurz hier rumskillen und die Mauer umhauen, bin ich Gott. Ja, also minus 100 Punkte für gekriegt. Geil, ne? Übrigens, ja, da hinten, da liegt das Ticket vom Zodos, von der Gamescom-Karte. Das haben wir quasi, ne? Ich habe gesagt, er kriegt mein Ticket, dafür kriege ich ein T-Shirt von ihm. Und war doch ein fairer Tausch, oder? Ja, das denke ich auch. Also ich habe Spaß auf der Gamescom gehabt. Ich werde Spaß mit dem T-Shirt haben. Ich sehe dich schon im Knast, ey. Ja, das ist ja... Was mache ich eigentlich? Aber wir können starten. Erstmal 350 Euro Strafe. Nee, also die meisten von meinen Abonnenten, die werden wahrscheinlich Schlag den Schmuser gar nicht mehr kennen. Das habe ich früher gegen andere Abonnenten von mir gezockt. Und dann ist es lange eingeschlafen, weil einfach die Resonanz nicht so gut darauf gewesen ist. Keine Ahnung, vielleicht kann man das ja irgendwie mal wieder ausprobieren oder so, wenn Leute Bock drauf haben. Auf jeden Fall. Vor allem haben wir jetzt etwas zeitgemäßere Spiele. Das ist richtig, ja. Und vor allem, ich sag mal so, jetzt heute... Passt halt einfach, weil uns ist kein anderer Titel eingefallen. Ist. Ja, wenn der was einfach Schlag den Schmuser. Eigentlich hat es ja damit gar nichts zu tun, du bist kein Abonnent. Nee. Du bist ja selber aktiver YouTuber. Ja, ich bin aber auch Abonnent von dir, ne? Und sehr großer Fan von Schlag den Schmuser. Aber inaktiver Abonnent, weißt du? Das ist ja. Nur weil mich deine FIFA-Videos nicht interessieren. Es ist auch überhaupt eigentlich total unfair, weil ich mit FIFA gar nichts am Hut hab. Ja, doch auch mit Fußball nichts am Hut, sonst würdest du wie Schalke 04-Fan sein. Ihr habt das jetzt nicht verstanden, aber ich bin ja ein alter Pro-Evo-Zocker. Ich hab da also schon, wir haben ja schon ein kleines Testspiel gemacht. Ich muss mir ja zumindest gucken, wie die Spielabläufe so sind. Und kennst du eigentlich ein paar von den jetzt da, nachdem du jetzt die beiden Spiele gesehen hast gegen von den Riesen? Saloniki oder wie die auch mal heißen? Wie heißt das nochmal? Paok Saloniki. Saloniki, ja. Alle anderen Griechen möchten bitte entschuldigen, wenn es Thessaloniki ist. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich kenne Saipengidis. Ja, deine Aufstellung, da kommst du mal. Meine Aufstellung. Ja, das ist quasi so eine Aufstellung, wie ich sie mir wünschen würde, außer ein paar Veränderungen natürlich. Den Hildebrand aus dem Tor, der hat für mich im Tor nichts mehr zu suchen. Und da war es auch schon. Meine Aufstellung ist immer viel geiler, weil Konstantinidis kenn ich habe Odyssee eingewechselt. Das ist ja, habe ich gehört, der Bruder von dem Uli, ja, den man aus der Bundesliga kannte. Oder der Neffe, irgendwie sowas war das. Irgendwie sowas, auf jeden Fall sind die verwandt. Und auch ein Spieler. Vielleicht hatten sie auch nur Sex miteinander, ich habe keine Ahnung. Zwei Spieler von Park, die ich kenne, sagen wir mal so. Uli See ist ja doch schon ein Name. Ja. Und wenn das auch sein Bruder ist oder sowas, wollen wir mal loslegen. Aber wir können ja froh sein, dass die Griechen anreisen konnten, das war ja nur wegen den deutschen Geldern möglich. Ja. Und ich habe natürlich jetzt eine absolut schwache Mannschaft jetzt hier, aber ich meine, du kannst kein FIFA zucken, von daher... Ja. Ach guck mal, jetzt bin ich ja fast schon das erste Mal genutzt, ne? So, ja, das ist also... Nee, aber wie kommst du darauf, Pro Evo zu spielen? Warum Pro Evo? Weil ich quasi damit angefangen habe, ne, irgendwann mal am... Ja, Einwurf für mich, kannst du mal sehen. Hätte eigentlich eine Karte geben müssen jetzt. Hallo, ich habe Ball gespielt, was dir aufgefallen ist. Ah, siehst du, da ist es schon wieder, bei Pro Evo ist nämlich Schießen und Flanke vertauscht. Immer Glykos, dann hängt er sich normal was am Grill. Ah, nee, das ist Glykos. Das ist was, ja. ja, ich weiß nicht, mein ganzer Freundeskreis hat Evo gespielt und da ist ja, ich find's einfach so, guck dir das an. Ich find's einfach das bessere Spiel vom Spielfluss her. War es zumindest mal. Warum die Griechen eigentlich alle so klein immer? Ich habe ein Gefühl, die sind alle nur 1,20 Meter groß, meine Spieler. Ja, ist guck mal, ich kann die gar nicht sehen, die sind so klein. Das ist auch wirklich so. Und man hat sich halt daran gewöhnt. Da geht man zum Kopfball, aber... Oh. Da steht noch ein Kind auf dem... Ah. Aber der Gyros, Glykos, der ist sicher. Und ja...
Ja, und so ist man halt einfach bei PES geblieben. Ne? Und ich als alter PC-Zocker hatte das Problem mit den Rechten halt nicht. Man hat sich einfach... die Datensätze aus dem Internet runtergeladen. Hatte Originalmannschaft, Originalspieler. War das denn legal? Das ist legal, ja. Das ist legal. Das ist ja von Spielern quasi... Mods sind ja... Das ist ja quasi ein Mod gewesen, würde ich sagen. Also ich würde... Oh, guck mal, da kommen die Griechen das erste Mal gefährlich nach vorne. Ja. Durch die löchrige Schalke Abwehr. Ist ja wie ein Real. Nee, ich muss sagen, ich habe PES nie gezockt. Ne? Nee, also das war aber jetzt nichts. Ne? Also hätte er jetzt gepfiffen, hätte ich sofort... Ich muss sagen, der einzige Grund, warum ich auch PES nie auch nie ausprobiert habe, ist sowas wie Originaldatensätze, war mir mehr so extrem wichtig. Also zum Beispiel auch Fußballmanager ohne Originaldatensätze konnte ich kotzen, also wenn man die nicht überall runterladen konnte oder so. Ja, da gab es aber zum Glück nur wenige, oder? Ich meine, so viel, also EA hatte immer die richtigen, ja? Ja, aber zum Beispiel Anstoß, aber ich meine, dafür hatten wir zum Glück viele findige User, die es dann gemacht haben. Ja, also. Und das andere ist das bei Pro Evo auch nicht gewesen, zumindest bei den PC-Spielen. Hör mal, das kann ja wohl nicht sein. Ja, und man ist halt dabei geblieben und das ist halt eigentlich ein bisschen unterschiedlich. Ne? FIFA PES ist verschieden und so ist das halt, dass die PES-Spieler halt nicht so... Aber was man sagen muss, der Ball ist rund. Also. Genau, der Ball ist 90 Minuten und das Spiel ist rund. Das Spiel ist rund. Guck mal, der ist so klein zum Gerätschen. Echt? Ach Mann, ich muss aber immer so vorpreschen. Ich habe das Gefühl, wir spielen einen Haufen Kinder. Jetzt könnte man mal ein Auspackender, aber dann legt er sich zu weit vor. Nix, Unterstahl. Das ist so mein Favorit im Tor. Dann legt er sich einfach zu weit vor, auch der kleine Mann, ne? Ihr könnt es mir nie von mir verlangen, dass ich weiß, wie die Spieler hier heißen. Ich kenne davon außer irgendwie keinen. Und den kenne ich eigentlich auch nicht. Jetzt kommt Affe, der spielt ja auch nicht mehr. Kenne ich eigentlich auch nur seinen Verwandten hier. Ist natürlich Mittel jetzt gegen mich hier mit hohen Flanken. Von Matorz ist auch so klein. Guck mal, der passt da. So. Ja, das ist halt ein sehr kleines Völkchen, die Griechen. Ne? Ich dachte, das darf ich nicht auf meiner Facebook-Anstellung machen. Ne? Ja, überwiegend griechische Freunde. Und für mich, also wenn Schalke gegen die griechische Mannschaft spielt, ist das immer schon was ganz Besonderes für mich, weil dann passt meine ganze. Ich muss sagen, ich mag die Griechen, weil ich esse gern bei den Griechen. Also ohne Scheiße, Gyros und so ist Hammer. Ja, das ist einfach was Feines. Ich liebe Gyros. Gyros Pommes Mayo, das ist so geil. So verfangen, schneller Spieler. Ach, schnell ist ausgelaufen. Ja, weil du mich hier verunsichert hast. Ach guck mal, ich habe einen Lino. Den kann ich sogar aussprechen. Mal habe ich auch Spiele, die sich anbiegen. Das ist mein Netz. Dieser blöde Verfahren. Das ist toll. Im Moment auch nicht in seiner Stärke. Ulise, guck mal, da ist er. Ja, das Spiel ist im Original 1-1 ausgegangen. Ja, und jetzt will ich dich gleich hier noch voll abziehen. Das merke ich auf jeden Fall. Nix da. Ja, hast du gespielt. Ja. Lächerlich. Papadopoulos habe ich mal aufgestellt. Der gehört eigentlich mit dazu, auch wenn er mal verletzt ist. Und ich glaube, es ist gerade kurz vor dem Verkauf steht. Das sind aber auch schlechte Pässe hier. Ja, ein Grund, warum ich dieses Spiel spielen wollte, ich hätte ja gerne mal über die Situation in der Nordkurve gesprochen. Warst du da? Nee, ne? Nee, aber ich hätte fast eine Karte dafür gekriegt. Und ich war, wo ich das dann gehört habe, doch sehr froh, dass der Typ eigentlich ein bisschen schlonzig war. Du kennst es ja. Ja. Ich kenne das Thema schlotzig gelbe Karten, ja. Und hat nicht mehr an die Karte gedacht. Und da war ich natürlich im ersten Moment ein bisschen verärgert. Und dann abends habe ich aber die Berichte gelesen, dass also ja, nahezu grundlos die Nordkurve gestürmt wurde. Ja, ich meine, es gab ja schon einen Grund, aber der Grund ist ziemlich lächerlich, sagen wir es einfach mal. Ja, weil wir die Skopje-Flagge rausgegangen haben, nicht? Und dadurch sich die Griechen provoziert fühlen halt. Ne? Ja, ja, das ist aber alles nach 70 Minuten so passiert und die Flagge hing auch schon 70 Minuten und im Prinzip war es der Gästeblock, der hätte gestürmt werden müssen, weil die mit Pyro wiederum, also Park ist ja bekannt dafür, ne, dass die gerne mal ein bisschen mit Pyro spielen. Deswegen hatten sie ja auch, glaube ich, Verbot, ne? Also beim genau. Spiel gab es ja Geisterspiel. Geisterspiel, waren also insgesamt nur 500. Jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt kommt die Flanke und aber hier, Kasti, Sora, Nani, na, nichts, ne, und so. Aber Ulise hat gute Ansätze. Aber hier kann er nicht durchsetzen. Ja, und da wurde halt einfach so
Ah, ich habe schon wieder schießen gedrückt. Ah, verdammt! Immer in der Ecke rausgeholt. Ja, und ich fand auch hinter die Erklärung von der Polizei ganz lustig. Die haben sich also vielmals für den Einsatz entschuldigt. Ja! Und da haben wir's nun! Da haben wir's nun! Papadopoulos! Wirklich? Grieche gegen die Griechen, oder? Ja. Das geht ja mal gar nicht. Das muss so sein, das muss so sein. Das ist Holzverrat. Wir haben uns damals gefreut, wo wir gegen Pyrrhios gespielt haben. Und wir haben sie da gewonnen. Das ist Volksverrat. Bitte einfach immer. Nee, nee, jetzt. Allein. Wir versuchen es mal, weißt du, gegen Luft kann das ja klappen. Aber irgendwie echt hier konzentrieren, das geht noch gar nicht. Ich bin jetzt kein Freund der Griechen hier, aber ich will ja nicht verlieren. Also ich habe ja Ärger. Ja, das, ne? Das war aber Vorteil. Nee, achso, komm, lauf, Verfahren. Jetzt. Immer mit den scheiß Flanken. Was ist denn das für ein Ball, Alter? Ich hab da gar nicht hingespielt. Ja, das ist für mich quasi das erste Mal hier FIFA im Wettbewerb. Ja, nee, auf jeden Fall haben die dann die Nordkurve geschirmt und haben da wohl einiges verhauen, um den Angriff der Griechen vorzubeugen. Den Angriff der Powerfans und. Das heißt, der Abweis, wenn ich gerade hier mit dreimal durchmarschieren würde. Wie sieht's aus? 1-0, ne, für Schalke. Ja, war ja im. Ihr habt auch 1-0 geführt gehabt. 1-0 geführt gehabt, man, ne? Nur eine sehr nachlässige. Diesmal wird aber bitter für euch enden. Mhm. Jetzt sehen wir jetzt in der zweiten Halbzeit. Von der Ballmannschaft. Der Ball ist 19 Minuten, das Spiel ist. Nee, was. So. Also, dieser Ballbesitz, der ärgert mich am meisten. Was ändern wir jetzt mal? Verlieren direkt den Ball. Der war. Guck hier, Olise, der hat Einsatz hier, der Mann. Was ist da los? Ich hab den schon draußen gesehen. Was täuscht denn da immer an? Ich denke mal. Übeles. So, und außen läuft Affelei. Und Affelei ist schnell. War easy geklärt, ne? Gott, da ist ja keiner von mir. Aber der Ex-Gladbach ist natürlich da, das ist klar. Ja, aber ich habe zwei von aufgestellt. Oh. Oh nein, der sollte da hinlaufen und dann so machen. Und dann so machen. Weil er war schon 10 Meter zu weit. Hat er voll gemacht. Das hätte der 10 Meter vorher machen sollen, wäre der reingegangen, wäre die Bombe gewesen. Ich muss mir gerade einfallen lassen hier drin. Das geht mal gar nicht. Nicht offensichtlich, das ist nicht so offensichtlich. Kannst du auch die Strategie anstellen? Was hast du mir gerade, was hast du mir vorgestellt? Ja, ich kann ja nicht alles verraten hier. Ich, boah, Alter, die sind alle so klein! Was für Zwergenaufstand hier? Ach, der Jones, weißt du. Der wird ja eh gleich wieder rot, der wird ja eh gleich wieder rot. Ja, aber ist mit einer unserer besten Spieler. Ja, nur weil der Rest auf der Schrott ist. Ich bin hier immer mal am Ball, weißt du? Nee, ich verliere mich nicht. Glykos hier, ey. Der Lorenz von Arabien. Was ist das denn für ein Ball, Mann? Hat eben zieht dich ab, weißt du? Und jetzt? Ja, jetzt ist hier live. Ja, jetzt spiele ich auch nicht mit meinen Gladbachern, ich möchte mit meinen Gladbachern gespielt. Was ist denn da? Hier mit der Limo. Spielverzögerung. Ja genau, weil ich eins zu vorne bin, weißt du? Mhm. So, ich öffne mal das Spiel. Ah! Ah, ne? Was, beide spielt? Könnte auch, ja, hallo? Hallo? Was ist da los? Es ist nur einer da und wir können Ball und. Sei du froh, dass ich immer auf Flanken drücke. Da würde aber schon 3-0 stehen. Mhm. Ich komme mal jetzt am Ball hier, weil kein Kopfballduell gewonnen wird. Nichts von diesen Zwergen hier. Wir konzentrieren einen kleinen Angriff spielen. Oh
Hallo, der blockt mich doch. Und genial ausgetrickst. Und da kommt wieder die Flanke. Und jetzt geht. Bei mir ist hier die Flanke-Taste kaputt. Genau. Die kommt nie an. Die kommt nie an. Fliegt nicht eine Flankenausrichtung oder so. Nein, das liegt ganz klar an der Flankenkaste. Ja, es gibt doch mal Rot ja, hier. Hör mal. Ne? Was? Was? Was kriegst du ein Game und wirst noch belohnt? Was stimmt da jetzt nicht? Was ist da nicht in Ordnung? Ich hatte vorher irgendwie vor, dafür so, ey. Ich muss mich ja mal geben hier, echt. Und jetzt kommt der Konter. Komm, Gyros, mach was. Wie viele Uhr haben wir? Ich möchte wechseln. Ah, ich hab den Ball schon gehabt. Ich möchte gerne eine strategische Änderung vornehmen. Komm, Ganswerk, Mann! Ich möchte eine strategische Änderung vornehmen. Aber ich bin 13 Minuten noch zu Ende jetzt hier. Oh mein Gott, ey. Willst du machen 18 Mann in der Abwehr stellen oder da so vor? Entschuldigung, meine Zuschauer, das Spiel verzögert sich um 20 Minuten. Bleiben wir jetzt. Machen wir jetzt hier ganz offensiv. So. Jetzt fahre ich nämlich den Sieg an. Gerade eingewechselte Bastos. Du meinst der geldgeile Bastos? Ja. Müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren hier, ne? Aha! Gott, dafür kriegst du den Einwurf. Ja, hier. Gibt's eine Verlängerung? Griechenbauer hier, also Griechenbauer! Ja, du kannst es nicht mehr aussprechen, wer da Tor geschossen hat. Anton Lassitiatasus! Ja, ja, so heißt er nämlich nicht. Ich aber nur in den drei Bier, den ich aussprechen kann, ja? Ja, gut. Guck mal, der Gartenzweck setzt sich durch. Hier, komm. Ist eine Verlängerung? Hallo, ich schieße jetzt noch ein Tor, was willst du eine Verlängerung? Ich mach jetzt nur eins. Mhm. Habe ich eigentlich nur gesehen. Oh, das ist schon Geld, das ist nicht richtig. Eine Ecke, ne? Oh, war keine Ecke. Es gibt. Ja, was? Ja, was träumst du denn? Ja, ich, das war. Ey, du hast ja schon eine Brille auf. Jetzt wäre man nicht komisch hier. Sorry, das habe ich nicht gesagt. 300 Abos weniger. Also viele Griechen habe ich nicht, aber haben mich nicht abonniert. Das geht schon. Was macht der Affe denn da?
Alter, der hat mich auf. Der hat mich, guck mal! Der hat den Krampf. Tzatziki und dazu Salat. Ist aber eine Verlängerung, ne? Ja, aber ja. Das ist ganz kurz, glaube ich, mein Spieler ist verletzt. Was? Nee, die Auswechsel ist nicht. Spielst die 20 Minuten. Das war kurz ein Schluck von dem leckeren Getränk genehm. Team-Management. Kader. Und warte, oder sind alle wieder fit? Ne, guck mal hier, nee, das ist Kapitän, okay. Nee, dann ist er wieder fit. Aber warte mal, wo kann ich denn hier sehen? Energie, ach guck mal da, hier, der hier. Saipingidis. Den kenne ich auch. Ich glaube, der spielt sogar in der griechischen Nationalmannschaft, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht mehr viel Offensives da vorne, oder? Wir haben echt Feuerwerk hier, wir müssen das ja simulieren. So ein Mengalo hier, so. Ich zünd dich einfach gleich an. Kannst fertig machen. Und du kommst dann in ein Polizeikostüm rein und verhaust dich mit dem Knüppel. Fertig drücken. Ja. Klassisch Golden Goal, Elfmeter schießen. Machen wir Golden Goal? Nee. Dann machen wir klassisch, ne? Also wir machen mit Elfmeter schießen. Wie geht Elfmeter schießen? Ja, wir machen erstmal Verlängerung jetzt. Ja, gewinne ich ja sowieso. Gewinne ich ja jetzt sowieso. Weil jetzt gerade, ne? Katsuran, es läuft auf. Also jetzt mache ich die Platte, also gepackt. Jetzt Katsuran ist. Das war hier deine Geheimwaffe? Das war die Geheimwaffe. Und Robert. Robert! Ja, der Robert, der wird jetzt. Der, pass auf, wer ist das? Das ist nämlich meine Geheimwaffe. Warum funktioniert die Flagge? Weil die ohne mich nicht. Weil ich das kann. Alter! Du wärst auch voll von mir gewesen, ist klar. Oh nee, ey, wirklich, so ein Ding, ey. Ach, Olesi. Gegen den kommst du nicht an. Ach. Ach, nein. Freddy Goal, Freddy Goal! Was ist das denn für eine Kacke hier? Freddy Goal! Was ist das, Freddy Goal? Ja, ich hab rübergelegt, das machen wir eigentlich nicht, das machen wir nicht, was. Alter, gegen die verliere ich nicht. Vor allem gegen Schalke, echt. Spielaufbau. So was alles für meine Dortmunder Abonnenten hier, ne? Auch mich auch nicht leiden kann, aber egal. Mein Abo bist du los. Ah! Da schmeiß ich alle dazwischen immer. Die Griechen kämpfen, jetzt war kein Kohle mehr, weißt du? Aber die kämpfen. Ah! Was? Wie kommt der Torwart denn raus? Das wäre irgendwie Taste gedrückt, ne? Nein, würde ich nie verheimlichen. Jetzt. Du betrügst. Jetzt halte mal den schwulen Holländer da auf! Kann ja wohl nicht so schwer sein, da ein Ding reinzukriegen, ey. Blöde Kieskopf. Das ist eigentlich Robert, der ist mir gar nicht aufgefallen. Aber der Odyssey, der fällt mir immer auf. Jetzt machst du nochmal so einen Noob, schon am Brennen, aber. So! Schmuser-Skill hier! Alter, ich glaube, das war mein schönstes Tor, was ich je geschossen habe. Ja, war ein Kacktor, Alter. Guck dir mal an, du bist reingelaufen quasi. Ah, der Odyssee, der wollte auch zeigen, warum ich ihn reingebracht habe. Ja,
mach weiter, drück mal hier. Oh, scheiße. Jetzt ist der Standards gewesen langsam hier. Lauf doch. Da ist der Robert! Komm, jetzt zeig mal, was der Robert kann. Und oh, der Robert hier, weißt du? Was ist los? Lass mich die ganze Zeit nur gewinnen lassen, weißt du? Und jetzt. Das würde ich niemals so demütigen, das würde ich nie machen, also. Oh, ups. Aber es ist keiner hier. Ich war niemals faul, aber ist egal. Was macht der Pucki denn so weit? Willst du den Controller eigentlich essen oder was machst du mit dem? Ich mach das immer so. Da hilft mir halt ja auch. Dreh dich mal um. Mach die letzten. Ja, die Griechen immer, würde ich sagen. Ja, ne? Ist gut jetzt. Da, was soll ich hinwerfen hier? Was ist eigentlich die Champions League Auslosung? Das ist ja gerade mal aktuelles Thema. Ja, Chelsea wird ein Brett. Wie wollt ihr in eurer Verfassung anwerden, Chelsea? Du machst einen Seilballzieher, weil sie spielt daneben. Was Chelsea's? Dann haben wir noch Basic, was. Nee. Habt ihr den Türken? Ich weiß es nicht. Du bist Schalke Fan. Bukarest? Bukarest und. Ja, die könnte natürlich, ne? Also, Bukarest können wir. Und. Die anderen waren eigentlich auch nicht so doll. Also zwei machbare. Und ja, Chelsea wird hart, ne? Da bist du einfach nur ein Tor schießen halt, aber. Weil Chelsea macht ja selber keine Angriffe. Dann macht es vielleicht auch Spaß, oder? Ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen konzentrieren. Jetzt verfahren. Ich fand es leider müde. Das ist eine Ecke, oder? Nee, dann nicht. Abstoß. Das war eindeutig, ganz eindeutig eine Ecke. Spiel es, glaube ich, jetzt aus, ne? Spiel ich jetzt aus, ja. Noch nicht, aber jetzt im Moment gleich. Wobei ich glaube, ich mache mal das 5-1, oder? Das war zu viel. Hier, Schiedsrichter im Angriff abpfeifen, finde ich aber nicht gut jetzt, ne? Ja, komm, meine faire Begegnung. Ja. Was ein tolles Tor. Also, aber ein Tor habe ich gemacht. Das war ein schönes Tor. Ja, ich habe hier nur die Spannung gebändigt, weißt du? Aber das Tor hat ein Grieche geschossen gegen die Griechen. Das Tor hat ein Grieche geschossen. Und ich sehe schon gerade die Parkfans, die flippen wieder aus da vorne. Ja. Und die Nordkurve wird gestürmt. Willst du noch irgendwas sagen zu den 8 Kohle 8 Bier? Copacabana, ACAB. Für welche sind verklagt auf meinem Kanal? Also, ja, das ist ein guter Spiel. Aber das ist Meinungsfreiheit. Muss auch die Meinung deiner Abonnenten musst du wahren. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemand gefällt. Ich weiß es nicht. Ansonsten muss er halt öfters mal kommen. Ich fand's toll. Daumen hoch, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.